Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anno 1800 Tutorial hier auf meinem Kanal Heinz Gaming. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann abonniert ihn doch jetzt schnell und drückt doch auf die Glocke unten, sodass ihr in Zukunft kein einziges Video mehr verpasst. Worum geht es heute in dem Tutorial? Naja, es geht um den in meinen Augen besten Start. Wie komme ich am schnellsten in die zweite Bevölkerungsstufe? Wie komme ich am besten voran? Was sollte ich am Anfang bauen, um hinterher keine Rohstoffprobleme zu bekommen? Und Schritt 1 ist natürlich die Auswahl einer geeigneten Insel. Ich spiele auf Fortgeschritten, das heißt, die Inseln sind schon ein bisschen kleiner. Wer auf Experte spielt, hat es da dementsprechend noch ein bisschen schwerer. Ich habe jetzt hier mal eine Insel rausgesucht. Das Wichtigste erstmal ist, dass ihr genug Platz habt. Also ihr seht, diese Insel hier, die ist wirklich groß für fortgeschrittene Spielstufe. Und da ist auch nicht viel Wasser oder Flüsse in der Mitte, die das Ganze blockieren. Also davon her schon mal ideal. Das zweite, was ihr euch fragen müsst, welche Fruchtbarkeiten und welche Rohstoffe benötige ich am Anfang? Und da überlege ich mir immer, wenn ich die ersten beiden Bevölkerungsstufen mit meiner Insel versorgen möchte, was brauche ich dann? Naja, so Bauern, die brauchen am Anfang einfach nur Fisch, Arbeitskleidung und einen Zugang zum Marktplatz. Dafür brauche ich keine spezielle Insel, das kann ich auf jeder Insel machen. Also überlege ich direkt an der zweiten Bevölkerungsstufe die Arbeiter, was brauchen die? Wurst, Seife, Zugang zu einer Schule und schlussendlich Brot. Und Brot, das kann man sich schon denken, da braucht man für Getreide. Und das ist also die erste ganz, ganz wichtige Fruchtbarkeit, die auf eurer Startinsel definitiv vorhanden sein sollte, wenn es vorangehen soll. Denn Getreide zu importieren in der zweiten Stufe schon, wo man dann Schiffe zu braucht und Handelsrouten, das wird definitiv zu lange brauchen und euch gegenüber euren Konkurrenten ins Hintertreffen bringen. Dann Luxusgüter kann man ja auch noch erfüllen, sollte man auch mal drüber nachdenken, denn wenn ich auf Fortgeschritten wie ich oder auf Experte spiele, habe ich weniger Geld oder wenig Geld am Anfang. Ich muss also sehen, dass ich möglichst schnell gut verdiene und ich verdiene umso mehr, desto mehr Luxusgüter ich in meinen Dörfchen hier gleich erfülle. Und das erste Luxusgut ist Schnaps, hergestellt aus Kartoffeln, habe ich also auch hier, also Kartoffeln, definitiv auch ein wichtiger Faktor, sollte man am Anfang haben, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Und die zweite Stufe braucht dann Bier, also die Arbeiter trinken gerne Bier, das wird aus Hopfen hergestellt und auch entsprechend aus Getreide, was wir ja schon haben. Und wenn ich also auf Einsteiger spiele oder ganz, ganz viel Glück im fortgeschrittenen Modus habe, dann kann ich mir auch noch den Hopfen entsprechend dazu holen. Finde ich aber nicht ganz so wichtig, weil das kann ich dann definitiv frühestens importieren. Viel wichtiger als das wäre mir jetzt noch, dass man mindestens 2 Lehmvorkommen hat. Ich habe jetzt hier 3. Dass wir also nicht, sobald wir die Arbeiterklasse erreichen, erstmal anfangen müssen, für unsere neuen Baurohstoffe Ziegel zu importieren, sondern das schon hier haben. Also mindestens 2 Lehmvorkommen, ich habe 3. Und es sollte auch definitiv ein, wenn nicht 2 Eisenvorkommen auf der Insel sein, dass ich gut dann anfangen kann, Stahlträger zu produzieren, um mich eben auf die dritte Stufe vorzubereiten. Und ab da kann man dann ruhig anfangen und auch andere Inseln erobern und Sachen importieren. So, jetzt haben wir aber genug geredet über die Startvoraussetzungen so einer Insel. Jetzt soll es auch gleich losgehen. Was soll man am Anfang bauen? Naja, klar, ein Kontur brauchen wir erstmal. Den bauen wir jetzt einfach mal so hier hin. Mit dem Schiff fahren wir mal los und erkunden, ob wir vielleicht am Anfang den Sir Archibald Blake finden, der uns ein bisschen Holz verkaufen kann. Denn Holz ist am Anfang der knappe Rohstoff, da müsst ihr darauf achten, dass ihr mit dem Holz gut haushaltet. Wir haben 40 Stück, 40 Bretter, Holzbretter. Und wir fangen jetzt mal an. Das erste, was man immer bauen muss, naja, ist völlig klar. Wir brauchen immer einen Marktplatz, der kostet uns schon 10 Holz. Wofür brauchen wir einen Marktplatz? Wir hatten vorhin gesagt, das ist das erste Bedürfnis, was wir für unsere Bauern erfüllen müssen. Also bauen wir den jetzt hier mal so einen Marktplatz hin. Da holen die sich halt die Waren ab. Das nächste, was wir machen, wir bauen insgesamt 10 Häuser für 20 Holz. Also jedes Haus kostet 2 Bretter. Bauen wir hier so einen 6er Block. Bauen darunter gleich noch einen 4er Block. Und haben dann 10 Häuser insgesamt. Und in 10 Häuser, am Anfang ziehen pro Haus 5 Bauern ein. Jetzt ist nur einer drin, aber da kommen nach und nach immer noch mehr. In 10 Häuser ziehen dann insgesamt 50 Bauern zu Beginn ein, sodass wir also 50 Arbeitskraft hier oben auch zur Verfügung haben. Und das ist jetzt ganz, ganz interessant, denn ihr seht schon, wir haben nur noch 10 Holz. Es wird also langsam eng hier, 10 Bretter sind nur noch übrig. Wir müssen uns definitiv jetzt um eine Bretterproduktion kümmern. Und zu diesem Zwecke baue ich jetzt einfach mal hier so eine Straße ins Landesinnere. Zack. Okay, Straße ins Landesinnere. Und dann bauen wir uns hier hinten eine kleine Holzproduktion auf. Ich bin ein großer Fan davon, die Holzproduktion am Anfang auf bis zu 6 Holzfäller hochzufahren. Später vielleicht sogar 8.
3, 4, das finde ich, ist alles zu wenig. Und am Anfang können wir uns aber jetzt definitiv nur 3 leisten, weil wir haben gleich 50 Arbeitskraft. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, wir brauchen immer eine Holzfällerhütte, die eben Holz produziert, und dann ein Sägewerk, das daraus Bretter produziert. Und die Holzfällerhütte braucht 5 Arbeiter und das Sägewerk braucht 10. Das heißt, pro Produktion brauchen wir 15 Arbeiter, 15 Arbeitskraft, und durch 50, ne, also können wir uns da leisten, sind dann 45, wenn wir das mal 3 nehmen. Wir können also jetzt am Anfang 3 solcher Produktionen bauen. Und das Ganze startet hier entspannt mit einem Lagerhaus. Jetzt gucken wir mal gerade, wo hier schön viel... Hier sind eigentlich sehr, sehr schöne Bäume schon. Ist immer gut, weil dann brauchen die nicht so lange am Anfang, um sich aufzuforsten. Holzfäller, ne? Also der braucht jetzt definitiv... Guck mal, der kann direkt anfangen jetzt zu arbeiten. Das ist immer sehr gut, als wenn man da jetzt lange warten müsste. Wir bauen also... Ich gehe mal so hoch, da sieht man es besser. Wir bauen jetzt erstmal 3 Holzfäller. So, ich lasse die immer so ein überlappen, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, weil das beeinträchtigt die Produktion noch nicht so sehr. So, und die können jetzt alle 3 schon arbeiten, müssen nicht erst aufforsten. Hätte ich die jetzt zum Beispiel hier hingebaut, ja, dann müssen die erst Holz aufforsten und das dauert alles wieder. Also da solltet ihr auch darauf achten, dass das wirklich am Anfang schon mit Holz versorgt ist, mit Wald drumherum. Dann baue ich hier so Querstraßen zwischen. So, das Ganze können wir hier auch nochmal... Zack. Verbinden wir natürlich das auch hier vorne, also nicht hier die Straße hinbauen, sondern da, damit die Wege möglichst kurz sind. Ah, hier brauchen wir auch noch eine Straße. Zack. So, dann ist das alles verbunden. So, jetzt brauchen wir die Sägewerke, damit weiter produziert werden kann. Und das Schöne ist, wenn wir so bauen, wie ich jetzt baue, dann haben wir hier in den Ecken immer Platz. Seht ihr, da wird nicht mehr angebaut an Holz, nur so ein ganz bisschen, das macht aber nichts, es bleibt bei 100%. Wir können also die Sägewerke hier ruhig in diese Lücken setzen und dann ist der Abstand zwischen Lagerhaus, Sägewerk und Holzfäller minimal und dann funktioniert das hier alles echt super. So, jetzt haben wir die erste Holzproduktion stehen und wir sehen, es sind noch 5 Arbeitskraft übrig. Wir kommen also nicht irgendwie in die Bredouille, gleich zu wenig Arbeiter zu haben. Denn was passiert dann, wenn wir weniger Arbeitskraft haben, als wir benötigen? Na, dann wird das alles super, super langsam, weil die alle nämlich hier langsamer produzieren. Was wir jetzt machen, wir warten jetzt definitiv auf 4 Holz. Denn sobald wir 4 Holz haben, können wir mit diesen 4 Holz wieder 2 Häuser bauen. Die kosten ja 2, haben wir gesagt. Und wenn ich 2 zusätzliche Häuser, die ich jetzt hier in Blaupause schon mal hinsetze, bauen, dann kriegen wir wieder 10 Arbeiter, ne? 5 je Haus. Und dann haben wir wieder 15 und können eine weitere Holzproduktion bauen. Das ist jetzt so ein bisschen das Ziel. Und da warten wir jetzt einfach drauf. In der Zeit sehen wir hier unten, dass wir den Archibald Blake gefunden haben. Können wir so mit unserem Schiff, das habe ich jetzt ein bisschen verpennt tatsächlich, das hätte ich machen. Also, der fährt jetzt hier rüber. Zeit und dann können wir hier ein bisschen Holz einkaufen. Dann geht das alles nämlich viel, viel schneller und fixer. Wenn wir dann jemanden zum Handeln gefunden haben hier, so, dann kaufen wir die ganzen 13 Holz, weil 10 Münzen pro Holz, das ist nix, das ist sehr, sehr günstig. Da kaufen wir schnell hier ein. So, und jetzt sieht man schon, jetzt kommt hier auch ein Handelsschiff zu uns, deswegen stellen wir einfach schnell ein. Das kann man auch machen, dass hier Holz verkauft werden soll. Das würde das Ganze dann nochmal zusätzlich beschleunigen, wenn wir sagen, wir wollen möglichst schnell auf die Arbeiter kommen. Man schafft es aber auch definitiv so wie jetzt hier, einfach nur aus eigenen Mitteln. Also hätte ich das schon früher eingestellt, hätte mir der jetzt schon Holz verkauft, dann wäre ich jetzt vielleicht schon ein Stück weiter. Aber wir wollen ja so ein bisschen sehen, wie funktioniert das Ganze jetzt, wenn ich das wirklich in Eigenregie hier mache. Ein Holz haben wir schon. Ich spule mal gerade ein ganz klein bisschen vor, dass es ein bisschen schneller geht. So, dass wir also wirklich hier jetzt gleich 4 Holz haben. Ich lade jetzt absichtlich gleich mal nicht das Holz aus dem Schiff aus. Das könnt ihr natürlich machen dann, um das Ganze zu beschleunigen. Wir wollen jetzt sehen, wie funktioniert das hier. So, jetzt haben wir 4 Holz. Und das heißt, wir können hier die beiden Häuschen schnell ausbauen und kriegen jetzt wieder zusätzliche Arbeitskraft. Man sieht schon, es geht hoch und können anfangen, eine neue Holzproduktion dazu zu bauen. Hier ist noch ganz viel Wald. Das ist super. Ich hoffe, das passt da jetzt noch hin. Ah, das sieht gut aus. Ja, also, hier kommt jetzt die nächste daneben. Wieder einen überlappen lassen. So, wieder mit dem kürztmöglichen Weg anschließen. Wo machen wir denn hin? Links, rechts? Ist eigentlich egal. Machen wir es hier hin. Und der kriegt auch wieder ein Sägewerk. Zack, das passt wieder hier schön rein. Jetzt, ne? Ach genau, jetzt bilden sich nämlich hier zwischen den Holzfällern, bilden sich jetzt auch wieder so Freiräume. Und da können wir dann wieder wunderbar ein Sägewerk reinsetzen. So.
Jetzt haben wir nämlich schon 6 Holz. Das ist total gut, weil sobald wir 6 Holz haben, können wir wieder 3 Häuser bauen. 1, 2, 3. Und 3 bringen uns wieder, naja, ihr ahnt es schon, 15 neue Arbeiter. Was machen wir mit 15 neuen Arbeitern? Richtig. Wir bauen also hier wieder eine neue Holzproduktion hin. So lange machen wir das jetzt, bis wir 6 Stück davon haben. Also den lassen wir wieder hier überlappen. Zack, Holzfäller hinbauen, wieder anschließen. So, wir haben gesagt, das Sägewerk. Jetzt muss ich mal gucken, wir haben noch ein bisschen wenig Arbeitskraft. Das dauert alles relativ lange im Moment. Jetzt erstmal egal. Jetzt also das Sägewerk vielleicht so auf die Seite. Fixe, zack. Okay, wir haben schon wieder 6 neue Holz. Also, weiter geht's. 1 und dann hier drüben. 2, 3. Wir müssen schnell hier noch eine Straße drum. So. Ja, wir haben jetzt also nochmal 3 gebaut. Das heißt, der nächste Schritt ist, wir können jetzt gleich unseren letzten Holzfäller bauen. So, jetzt sieht man das, ne, was dann passiert, wenn man zu wenig Arbeitskraft hat. Da muss ich mich jetzt aber nicht drum kümmern, weil ich kriege ja automatisch jetzt mehr Arbeitskräfte, dadurch, dass die Bauern hier noch die Häuser bis 5 Personen auffüllen entsprechend. Und man sieht schon, die Holzproduktion, die geht jetzt richtig ans Knattern hier. Es geht also richtig voran. Und sobald wir also jetzt hier ein bisschen so, jetzt ist die Arbeitskraft hier wieder da, entspannter sind, bauen wir unseren letzten Holzfäller hier hinten hin. Da so wieder überlappend. Wunderbar. Also Prinzip ist jetzt, glaube ich, klar. So, dann kann ich eben hier drüben wieder mein Sägewerk ins Loch bauen, dass das nicht einlappt. Und jetzt sieht man, die haben also alle noch entsprechend hier genug Arbeitskraft. Die fahren hoch auf 100%. Da gibt es also gar kein Problem, dass die sich jetzt irgendwie beeinträchtigen. Und so kann ich das relativ platzsparend, sage ich mal, bauen. Und trotzdem sehr produktiv. Ein Lagerhaus reicht auch definitiv aus. Man könnte jetzt auf der anderen Seite, das mache ich auch manchmal, ich zeige das mal gerade hier, auch wieder so zubauen. Und dann definitiv hier auch noch wieder ein Lagerhaus hinbauen, damit eben die von der Seite kommen, dann dahin fahren. Kann man machen, muss man aber entsprechend nicht machen. Ein bisschen besser wäre es gewesen, wenn das Lagerhaus hier steht, ne, dass es also wirklich mittig in der Mitte ist. Keine Optimierung, dann könnt ihr ja drauf achten. Okay, so, jetzt käme der nächste Schritt. Wir wollen ja möglichst schnell zu den Arbeitern. Also sobald eure Holzproduktion auf 6 hochgefahren ist, geht es weiter. Ganz wichtig, nicht vorher schon mit der Fischerhütte oder Ähnlichem beginnen. Denn die Fischerhütte, können wir kurz schauen, die braucht 25 Arbeitskraft. Ja? Und wenn ihr die baut, wenn die Holzproduktion noch nicht richtig läuft, dann kommt ihr nicht nach mit dem Häuschen bauen. Das wird definitiv langsamer dauern. Also macht es in der Reihenfolge. Und sobald jetzt die Möglichkeit besteht, ihr also ganz viel Holz da oben haben, dann können wir hier kräftig unsere Bewohner ausbauen, indem wir einfach nochmal hier so ein paar Blöcke hinsetzen. So, bis eben das Holz alle weg ist. Zack. So, ja. Und dann geht es nämlich hier auch jetzt gleich mit der Arbeitskraft richtig hoch. Und dann können wir uns die Fischerhütte hier für 2 Holz, die ist relativ günstig, braucht aber 25 Arbeitskraft, was relativ viel ist am Anfang, hier einbauen. Schön mit dem Weg verbinden. Dann kann die nämlich auch schon mal anfangen zu produzieren. Und der nächste Schritt, den wir jetzt machen müssen, da haben wir es schon geschafft, ist, wir müssen warten, bis wir 100 Bauern haben. 100 Bevölkerung, weil dann werden die nächsten Produktionsketten hier freigeschaltet. Nämlich in dem Falle die Arbeitskleidung, die für uns wichtig ist. Das ist dieses Luxusgut, von dem ich sprach, der Schnaps. Würde ich noch mit warten. Wir wollen ja möglichst schnell zu den Arbeitern. Und dieser Schnaps, das können wir hier sehen, der hilft uns nicht, um in die nächste Stufe aufzusteigen, sondern nur, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Zufriedenere Bauern zahlen mehr Geld und ihr verdient mehr. Es geht aber ja nicht darum, möglichst viel Geld zu machen in diesem Tutorial, sondern wie kommen wir möglichst schnell zu den Arbeitern. Wir haben also unsere Fischerhütte gebaut, die kann jetzt schon mal anfangen zu produzieren. Sobald wir 100 Leute haben, geht es dran, wir wollen Arbeitskleidung produzieren. Und da können wir wieder zu unserem Lager hier gehen, da ist ja noch ein bisschen Platz hier, wunderbar. Das heißt, wir bauen hier mal so eine Straße hin. Und jetzt ist es so, dass wir insgesamt 60 Arbeitskraft brauchen für eine Produktion von Arbeitskleidung. Nämlich, eine Schäferei brauchen wir, die setzen wir mal hier hin. Die braucht 10 Arbeitskraft. Ja, sehen wir hier, 9 von 10 hat sie. Die braucht dann Felder, also baue ich die immer so schön quadratisch hier drumherum, dann nimmt das wenig Platz weg. Als nächstes brauchen wir eine Weberei, die setzen wir auch nah an das Lagerhaus, damit hier kurze Wege entstehen. Und man sieht jetzt schon zu viele Transporter, ja. Deswegen ist das ganz gut, wenn man ein zweites Lagerhaus baut, dass zumindest die Holzfäller hier hinten dann dieses Lagerhaus nutzen. Sonst ist das überlastet, das können wir aber dann auf der zweiten Stufe auch noch ausbauen. So, also 60 Arbeitskraft brauchen wir hierfür. Da müssen wir jetzt definitiv nochmal nachlegen, dass wir hier hinten die letzten Häuschen noch ausbauen. Zack, um eben diese Arbeitskraft uns zu schaffen. Wir können vielleicht auch noch 2 zusätzlich irgendwie bauen. Was läuft denn? Bei hin. Oh, also wir sind schon wieder im Ton. Blauen Bereich hier im Grün. Wunderbar.
Und dann müssen wir nur warten, dass auch die Weberei jetzt anfängt zu arbeiten. Wir können das ein bisschen schneller machen. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich mit eurem Holz jetzt anfangen und hier eure Bevölkerung entsprechend schon mal ein bisschen vergrößern und ausbauen. Man kann auch darüber nachdenken, über kurz oder lang, je größer das wird, ob ich schon eine zweite Fischerhütte jetzt nehme. Aber grundsätzlich haben wir jetzt alle Bevölkerungsbedürfnisse erfüllt. Und dann geht das jetzt auch wirklich rucki zucki. So, hier hätten wir noch die 13 Holz. Also ihr seht, Holzprobleme haben wir jetzt mit 6 nicht mehr. Je nachdem, wie schnell ich immer baue. Oh, upsie. So, je nachdem, wie schnell ich jetzt immer baue. Und am Anfang drehe ich da wirklich manchmal ein bisschen am Rad und baue ganz, ganz schnell hier mein Dorf riesig groß. Dann brauche ich definitiv auch das Holz hier aus dem Schiff, beziehungsweise das, was mir erhandelt wird. Geht aber auch ohne. Ne? Und jetzt habe ich eine solide Versorgung. Ich muss dann irgendwann schauen, dass ich die Arbeitskleidung natürlich verdopple. Das könnte ich zum Beispiel jetzt eigentlich schon machen. Ne, noch habe ich keine 60. Jetzt habe ich 60 Arbeitskraft. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen. Dann sagen, ich verdopple dieses Ganze hier einfach. Baue da noch so eine Produktion auf. Ne? Das Feld wollte ich nicht. Alles kopieren. Setz das hier nochmal daneben. Na gut, das war jetzt Quatsch dazwischen. Scheiße lassen, aber... So, und dann muss ich nur warten, bis hier die Arbeitskleidung voll ist und schon bin ich auf der zweiten Stufe den Arbeitern angekommen und kann mich dann direkt, das ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr auf die zweite Stufe kommt, um die Lehmversorgung kümmern, denn die soll schon mal anfangen zu arbeiten dann und für euch Lehm zu produzieren, während ihr euch beispielsweise dann um die Schnapsproduktion kümmern könnt und euren Arbeitern und Bauern eben das erste Luxusgut zu erfüllen und hier oben was für die Bilanz zu tun. Ist mit minus 246 ist natürlich nicht so dölle. Das geht dann definitiv besser, wenn man denen ein bisschen Schnaps zur Verfügung stellt. So, lass uns gucken. 9 von 10. Wir brauchen also noch ganz ein bisschen Arbeitskleidung, die aufgefüllt werden muss hier im Lager. Und dann geht es eine Stufe rauf und wir haben quasi das Ziel unseres Tutorials schon erreicht. Ich kann das dann auch ein bisschen schneller schalten hier. Wir also sehen, wann da der 10. Arbeiter reinkommt. 10. Bauer, nicht Arbeiter, Blödsinn. So, jetzt habe ich hier schon Einwohneraufgabe, auch nett, aber das soll uns jetzt mal gerade nicht kümmern. Die erfüllt ihr natürlich dann auch direkt, um da entsprechende Boni rauszuziehen. So, Holz, ne, dreht völlig durch, 75, Lager ist schon voll, ich habe jetzt absichtlich nicht weitergebaut, aber ihr könntet jetzt halt schon die Stadt viel, viel, viel größer hier an der Stelle haben. So, komm, jetzt bringen wir hier die Arbeitskleidung nach Hause, macht den Papa glücklich. Die Zeit gerade und baut den 6er Block hier hinten noch fertig. So. Zack. Aber noch nicht. Das Lager mit Holz voll ist, müsste man zum Beispiel jetzt hier könnten wir sagen, ah, jetzt ist es. Können wir dann die Feuerwehrwache hinsetzen. So, und jetzt kann ich halt hier sagen, zack. Und willkommen bei den Arbeitern und es geht weiter mit der Lehmgrube. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, hilft euch ein bisschen weiter. Und würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.